Da renne ich nun mit Riesenschritten durch die Lande. Und warum? Warum wohl? Nur weil es einer Karussellfeuerwehr auf dem Rummelplatz nicht mehr gut genug war. Haut den Lukas! Riesendonnerwetter. So. Da muss nun der Riese Lukas eine riesengroße Suchaktion unternehmen, damit alles wieder seine Ordnung hat. Hallo, Feuerwehr, wo seid ihr? Felix, Ton angeben. Hallo, hallo. Komisch. So ein schönes Dorf, so ein blitzsauberes Dorf. Und niemand ist da? In der Schule sind sie gewiss nicht. Feuerwehr Felicitas! Felix, sofort herauskommen! Don't.
und zerstört unser Musterwitz. Das lassen wir uns nicht bieten! Man zerstört unser Musterwitz! Alarm! Hauptmann Felix, es wird Sturm geläutet! Seid Mortale! Und wie sie läuten! Junge, Junge! Alarm! Alarm! Wir müssen hin! Wir müssen helfen! Los, komm! Auf unserem Rummelplatz. Und weil sie einfach gar keine Ruhe geben wollte, haben wir alle unseren wohlverdienten Schlaf geopfert und sie mitten in der Nacht schön angemalt. Aber am anderen Tag kam der Junge, der Felix, und husch, sind sie beide auf und davon. Und ohne Feuerwehr ist doch ein Karussell gar kein richtiges Karussell mehr. Das ist aber noch lange kein Grund, ein mustergültiges Dorf durcheinander zu bringen. Entschuldigt bitte. Na gut, wenn du uns versprichst, unser Musterwitz wieder mustergültig zu machen. Sonst kann nämlich unser Heuerntefest heute nicht stattfinden. Jawohl. Das verspreche ich euch. Mein großes Riesenehrenwort. Ich schaffe es nicht. Und ich hatte es doch ganz fest versprochen. Oh, wie bin ich riesig, riesig dumm. Da, Sie sind gleich fertig. Oh weh, und ich. Ach, einreißen ist viel leichter als aufbauen.
Riesenschreck und Riesenfreude, der Leierkastenaffe-Diedeldumm. Hallo, Riese Lukas. Du bist wohl Dachdecker geworden. Dachdecker, sei du bloß still. Oh, riesengroße Schande. Nur ihr seid schuld. Du und dein Hauptmann. Bei meiner Riesenehre, es wäre nicht passiert. Aber was ist denn passiert? Gesucht habe ich euch überall. Und dabei dieses schöne Dorf durcheinander gebracht. Falsch! Da gehört das Dach doch hin. Ach so. Ja, so stimmt's. Ja. Ach du riesengroßer Rummelplatz. Sie haben Ihre Arbeit beendet. Ich muss mich beeilen. Bitte Leiter ausfahren. Aber ich muss doch das Dorf wieder in Ordnung bringen. Nicht die Uhr, Lukas. Hm? Das Dach? Ja. Oh. Nein, Lukas, nicht dieses Dach, das andere. Da hinten. Aber welches denn? Ja, fein, Lukas, prima. Das ist das richtige Dach. Hm? Gut so. Na, endlich. Danke. Unser Hauptmann ist prima. Lukas, das Dach, Vorsicht. Ja, ach ja, rechts. Na, rechts, noch ein Stück rechts. Ja, gut. Hm? Prima, Lukas. Leute, wie wir alle sehen, hat der Riese Lukas sein Ehrenwort gehalten. Bravo! Jeder kann schon mal einen Fehler machen, ist meine Meinung. Na klar. Bloß in Ordnung bringen muss man das wieder. Ja. Und das hat der Herr Lukas getan. Ja. Deshalb wollen wir ihm auch nicht mehr böse sein. Aber... Bitte keine falsche Bescheidenheit. Aber ich habe es doch nicht allein gemacht. So? Die Feuerwehr Felicitas und ihre Mannschaft haben mir geholfen. Allein hätte ich das nie geschafft. Das stimmt. Oh, und so hat alles wieder seine Richtigkeit und unser schönes Musterwitz ist wieder mustergültig, wie es war und auch immer bleiben wird. Und weil alle so mustergültig bei der Heuernte geholfen haben, soll auch unser traditioneller, mustergültiger Musterwitzer Heuerntetanz stattfinden. Und alle sind eingeladen. Wir beginnen musterhaft und pünktlich. Musterhaft und pünktlich. Hey, Riese, nimm mal bitte den Kopf weg. Die Uhr! Wir sind blamiert. Halt, Leute, bitte nicht so schnell. Riese Lukas, wo sind die Uhrzeiger? Die Uhrzeiger. Wo hab ich bloß die Uhrzeiger? Es tut mir riesig leid, aber ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Überleg doch mal. Du bist also auf der Landstraße gelaufen. Ich rannte also auf der Landstraße. Und dann kamst du in unser Dorf. Ja,
Und dann bin ich gegen das Dach gerannt. Na dann? Ja, und dann habe ich nach der Feuerwehr gesucht und... Na, und? Die Uhr hat Sturm geläutet. Die Uhr, richtig. Aber was war dann? Na, überleg doch mal! Und weil die Glocke so laut war und ich das Läuten nicht mehr hören konnte... Ja! ...hören konnte, habe ich die Uhrzeiger abgenommen. Und wo hast du die jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Er weiß es nicht. Oh. Hauptmann Felix, vielleicht hat er sie in den Teich geworfen. Vielleicht? Vielleicht hat er sie in den Teich geworfen. Vielleicht hat er sie in den Teich geworfen. Hast du sie in den Teich geworfen? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. Los, kommt alle zum Dorfteich! Wir müssen den Teich auspumpen. Wie schön, dass wir wieder im Einsatz sind. Aber doch nicht alle durcheinander, Leute! Hallo, ich komme! Ich helfe euch! Achtung! So, das ist alles. Das ist alles? Oh. Hier sind sie nicht! Und da sind sie auch nicht! Oh. Oh! Wo sind sie denn nur? Ja. Achtung! Mm. Hopp! Ich bin eine Feuerwehr und kein Schrottauto. Man darf sich für keine Arbeit zu schade sein. Es tut mir riesig leid. Aber hier sind die Uhrzeiger auch nicht. Los, Diddeldum, komm! Wir haben alles abgesucht. Unser guter Name ist dahin. Wir sind blamiert. Musterwitz darf nicht mehr Musterwitz heißen. Seht, einen großen Haufen Gerümpel. Ach was, ich werde alles zur Sammelstelle bringen. Abgemacht und vielen Dank. Aber da, ein Teich ohne Wasser. Oh, Kleinigkeit. Das kann ich doch alles wieder einpumpen. Gut, gut. Aber ganz schlimm ist, dass wir keine gemeinsame Zeit mehr haben. Wir werden immer unpünktlich sein. Und wenn eine gewisse Karussellfeuerwehr nicht ausgeht... Ich will nicht immer im Kreise herumfahren. Und ich will helfen. Allen Leuten helfen. Ja. Aber erst muss man lernen. Und überhaupt du... Hä? Wer hat denn euer Dorf wieder aufgebaut? Hä? Oh, da muss ich aber lachen. Und ich auch. Daran bist du doch selbst schuld, du! Und deine Feuerwehr! Na? Und wer hat den Teich entrümpelt? Hm? Naja, das war wirklich eine echte, gute Tat. Trotz alledem muss diesmal unser mustergültiger Musterwitzer Heuerntetanz ausfallen. Oh. Oh. Denn eine Uhr ohne Zeiger ist eine ganz große Schande. Und wann sollten wir anfangen oder aufhören, wo wir keine gemeinsame Uhrzeit haben? Also geht alle nach Hause. Und wir haben uns alle so darauf gefreut. Ja, sie haben sich alle so darauf gefreut. Bitte entschuldigt vielmals. Ich war riesig, riesig dumm. Auf Wiedersehen. Hurra!
Und wie soll ich sie stellen? 6 Uhr müsste es nach der Sonne sein. 6 Uhr ist es nach der Sonne. Gut, gut, geht in Ordnung. 6 Uhr ist es nach der Sonne. 6 Uhr? Schwer. Ach, 6 Uhr so? Weiß oder... ich weiß nicht. So. Sehen Sie das, Opa? Ich glaube, er kennt die Uhr nicht. Ach, diese beiden Zeiger. Der große, der kleine. Ich kann es nicht. Der große Zeiger auf die 12 und der kleine auf die 6. Dann stimmt's. Der kleine Zeiger auf die 6 und der große Zeiger auf die 12. Ja, müsste stimmen. Prima. Na? Wer kommt denn da? Drehwurm, da sind Sie ja. Feuerwehr Felicitas, Herr Drehwurms kommt. Los, wir müssen weg. Wo willst du denn hin, Leierkastenaffe? Zu meinem Hauptmann. Ich bin doch Spritzmeister. Komm doch mit uns, Lukas. Nein, lieber nicht. Einen Hauptmann, der noch nicht richtig lesen kann und die Uhr nicht kennt, möchte ich nicht. Muss sowas ein richtiger Feuerwehrhauptmann können? Ich glaube schon. Bestimmt muss das ein Feuerwehrhauptmann können. Ja, aber Herr Drehbums und der Rummelplatz! Ach, richtig, Herr Drehbums. Komm mit mir. Wir suchen eine andere Arbeit. Ja, aber... Komm, Leierkastenaffe! Warte doch! Achtung, 2, 3. Gut, gut. Potz Drehwurm! Nanu? Wo ist die Feuerwehr Felicitas? Ich hab doch eben ihren Hauptmann Felix auf dem Dach gesehen. Wir wollen sie nicht verraten, denn sie haben doch schließlich den Teich entrümpelt. Einverstanden? Einverstanden. Alles aufstellen? Achtung! 2, 3, 4. Der Junge, der in die Schule gehört. Und die Feuerwehr, die auf den Rummelplatz gehört. Potz Drehwurm, womit hab ich das nur verdient?